Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Wir haben den 18. März, euer Fussel hat Geburtstag und meine Gäste sitzen in der Küche, warten darauf, dass es Kaffee und Kuchen gibt und ich sage, sorry, müsst ihr leider noch ein bisschen warten, weil ich jetzt mit euch, meiner Community, erstmal ein schönes Röntchen Prison Architect spielen will. Nee, ist natürlich Quatsch. Aber egal, es ist der 18. März, das heißt, ich werde wieder ein Jahr älter. Wir sind immer noch in der Einlieferung, wo wir am Montag ja schon stecken geblieben sind und warten auf der Dinge, die da kommen. Wir haben relativ wenig Personal. Klar, weil wir ja sozusagen Bedarf plus roundabout 20% gerechnet haben. Jetzt haben wir natürlich einen wesentlich höheren Bedarf als in der Normaldeckung. Insofern dauert das hier auch ein bisschen länger. Ich finde aber ehrlich gesagt, dafür, dass wir so gerechnet haben, läuft das doch noch relativ schnell, oder? Also, kann ich nicht mich beklagen. Jetzt muss ich allerdings mal fragen. Also, Familie geht runter, alles klar, weil wir Telefone haben. Training geht runter, weil wir Trainingsdinger haben. Erholung geht aber nicht runter. Müssen wir hier eventuell noch Radios oder so hinstellen? Meine, können wir ja mal machen, ne? Aber Erholung geht nicht runter. Also ich bin etwas irritiert. Why not? Ihr seht, es ist immer noch eine Aufnahme und zwar eine relativ neue, weil ich hatte noch nicht auf Plus geklickt hier unten. Daran kann man das immer erkennen. Wenn man das Spiel neu startet, ist ja immer nur ein Teil ausgewählt. Dann stellen wir hier mal die Fernseher hin. Das können wir hier auch mal gleich machen. So. Ihr wisst ja, ne, das sind die, die dann RTL Tag und Nacht oder so einen Mist gucken müssen. Keine Ahnung, was es da für einen Schwachsinn gibt. Und Radio. Die stellen wir einfach mal hier oben hin. Ne? Ist ja auch geil, du willst in Ruhe telefonieren und dann gibt es erstmal Radiogedudel im Hintergrund. Da hinten wird schon wieder rumgetasert. Alles klar. Hier drehen gleich mehrere durch. Warum auch nicht? Hilfskräfte sind aber da. Fehlt immer noch ein Psychiater. Wo läuft der rum? Weiß auch keiner, ne? Also Erholung. Jetzt gibt es tatsächlich einer, der sich derzeit um Erholung kümmert. Wir sind gerade im Bereich Arbeit-Freizeit. Gucken wir doch mal, ob wir den finden. Also im Gemeinschaftsraum ist keiner. Die haben ja auch Bücherregale, also eigentlich können sie ja lesen. Es wird hergestellt, das ist gut, das bringt Geld. Können wir gut gebrauchen. Wir haben immer noch Personal und hier wird immer noch abtransportiert. Da sind auch noch nicht mal alle Häftlinge drin. Gut, also so große Einlieferungen können wir nicht mehr. Das, also jedenfalls nicht mit diesem Personalschlüssel, den wir aktuell haben. Das ist dann doch ein bisschen archheftig. Würde es also eventuell Sinn machen, doch nochmal 5 Wachen einzustellen? Fragte er und stellte ein. Ich meine, sind immer noch deutlich weniger, als wir vorher hatten. Also insofern. Ne? Dann sind wir wahrscheinlich so auf 25, ja, 22-23% Einsatzreserve. Und ich würde natürlich gerne auch heute ein Razzia machen oder wenigstens eine Tunnelsuche. Und wir müssen uns ums Essen kümmern. Denn das findet jetzt gerade statt. Zu essen ist nicht so viel da. Also ich habe so das Gefühl, dass unsere Küche nicht ausreicht. Da müssen wir, glaube ich, mal etwas schleuniger ran. Das erste Radio steht. Fernseher stehen auch. Aber die haben keinen Strom. Das müssen wir natürlich noch sicherstellen. Ist ja klar. Ach, hier ist zufällig noch eine alte Leitung. Dann nutzen wir die auch mal. Hier sind noch viele alte Leitungen. Kann das sein?
Hier waren ja auch noch alte Leitungen. So, und das Ganze müssen wir hier hinten drüben natürlich auch noch machen. So. Wir könnten eigentlich auch Folgendes machen, weil das so schön symmetrisch ist. Machen wir das hier hinten auch so. Abreißen. Und Symmetrie. Da bitte auch mal einen weghämmern. Und dann können wir nämlich die neuen Rohre setzen. Wasser haben wir ja. Das ist nicht das Problem. So, das Schlaf, also Erholung gibt es echt ein Problem. Aber die Frage ist ja, warum ist das so? Wenn einer von euch eine gute Idee habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Denn ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum Erholung nicht funktioniert. Weil wir haben die Gemeinschaftsräume, die ja auch genutzt werden können. Die sind ja auch ja, alles orange. Ne? Also insofern, die sind ja für den Zellentyp auch geeignet. Also insofern weiß ich jetzt nicht, was es da für ein Problem gibt. Wir sind ja auch auf normal, ja, normale Sicherheitsstufe. Man weiß es nicht. Ich mache auf jeden Fall mal die Einlieferung zu, damit nicht hier wegen drei Häftlingen müssen wir keinen Affentanz machen. Jetzt gehe ich zurück auf Bedürfnisse, muss natürlich immer noch die normale Sicherheitsstufe wieder ausrüsten. Also so insgesamt sieht es ganz gut aus. Spiritualität ist noch ein Problemchen. Ja, das ist alles noch im Umbau, also insofern. Und dann wäre ja schön, wenn der Strom mal gelegt wird, aber nachts müsste es ja sein. Wir haben sonst keine anderen Bauaufträge. Die Werkstätten werden gerade leer gemacht, dann können wir mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Wobei das ja wirklich kaum Auswirkungen hat. So. Aber wichtig ist ja, dass die Fernseher unter Strom gesetzt werden. Vielleicht hilft das ja, wenn wir dann Hofgang haben, dass es dann besser wird mit der Erholung. Also das weiß ich eben nicht, warum das so ist. Das kann ich euch nicht sagen. Da wüsste ich noch keinen Grund, warum die mit Erholung so Probleme haben. Ich meine, insgesamt geht es denen ja ganz gut, aber es sind immerhin 22 Häftlinge, weil dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird. Und das verstehe ich nicht, weil die ja Freizeit haben. Die könnten ja ohne Probleme oben in den Raum rein. Also, der ist ja nicht verschlossen, ne? Hier normale Türen. Ich wüsste also echt nicht, warum die nicht da reingehen sollten. Wir haben ja genug, wir haben 4 Stück, also bitte, ja. Mit Billardtisch und allem. Es wird wirklich sehr wenig genutzt, das verstehe ich nicht. Ist mir ein Rätsel. So, das ist unter Strom, das ist unter Strom. Was war das jetzt? Haben wir es geschafft? Haben wir Kurzschluss verursacht? Stopp! Habt ihr mich wieder nicht dran erinnert? Ne, jetzt mal ehrlich, haben wir Kurzschluss verursacht? Hier ist auf jeden Fall getrennt. Hier ist getrennt. Kann sein, ne? Ja, hier ist getrennt. Wir haben einen Kurzschluss verursacht. Alles klar, das wollten wir natürlich nicht. Dann reißen wir das mal wieder ab. Und zwar bitte mit Priorität. So. Das war natürlich nicht meine Absicht, Entschuldigung. Ihr seht Prioritätsabriss. Ist schon mit einem Bearbeitung, also alles, wenn es grün ist, ist das super. Da kommt doch schon einer angerast. Da ist auch schon einer, perfekt. So, und dann können wir den wieder einschalten. So, ist auch nicht überlastet, alles gut.
Das war ein Kurzschluss, den wollte ich nicht. So, es ist Duschzeit. Hier ist Darmleeren, das könnt ihr machen, theoretisch natürlich. Schlaf, Nahrung, Hygiene. Was habt ihr? Muss ich noch einen einschalten? Habe ich noch einen vergessen? Hier? Wo sind denn meine Stromversorger? Da. Zack. Ja, alles wieder gut. Jetzt ist Essenszeit. Also Hygiene kann ich nicht nachvollziehen, warum 52 Häftlinge nicht duschen gegangen sind. Nahrungsaufnahme macht aber einen sehr guten Eindruck. Also das scheint so weit zu funktionieren. Solange wir noch nicht im Endstadium unserer Ausbaustufe sind, soll das auch alles nicht so dramatisch sein, wenn da mal einer nichts zu fressen kriegt. Aber sieht erstmal gut aus. Wir kriegen wieder einen zum Tode verurteilten. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir genug Zellen haben. Aber ich möchte natürlich wissen, was hier mit Erholung. Denn das ist kritisch. Ne? Also Familie kann ich nicht nachvollziehen, weil wir haben Telefone. Aber es sind nur zwei. Das können natürlich Leute sein, die irgendwie in Einzelhaft sind oder so. Aber Erholung, 21 Häftlinge, das ist schon ordentlich. Also das muss echt nicht sein. Nach dem im Essen kommt die Arbeit. Da ist er. Wenn die anderen einen Hof haben, aber die gucken wir uns ja nicht an. Das heißt, hier ist Freiheitsbedürfnis, was funktioniert, weil Freizeit ist. So, jetzt kommt Erholung. Ein Häftling kümmert sich darum. Na, vier Häftlinge kümmern sich, das ist schon mal gut. Aber es steigt trotzdem an. Sechs Häftlinge. Weil spätestens beim Hofgang muss es ja funktionieren, aber es ist auch keiner hier in den Gemeinschaftsräumen, oder? Zum Putzen mal, ja. Da telefoniert einer. Da spielt einer. Also genutzt werden sie, wenn allerdings auch nur in kleinem Maße. Warum gehen die nicht hier telefonieren? Auf dem Hof? Rennen sie rum? Sind immer noch 18 Häftlinge besorgt. Freizeit. 5 Häftlinge kümmern sich. 6 Häftlinge kümmern sich. Da sitzen welche. Da spielt einer. Billard. Jetzt ist Hof. Ja, guck mal, auf dem Hof. Die Maßnahme, die hat wirklich geholfen. Jetzt können Sie Fernsehen gucken. Sehr gut. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Zwei, komm, mach die zwei noch weg, damit wir noch einen roten weniger haben, dass es nur noch orange ist. Also zwei Häftlinge sind die. Na gut, wir haben zwei in Einzelhaft. Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Ja, also guckt, das Erholungsproblem haben wir auch hingekriegt. Perfekt. Was wollen wir mehr? Dann können wir ja mal weitergucken. Also Erholung. Es scheint noch Häftlinge zu geben. Hohe Sicherheitsstufe. Ja, okay, da müssen wir auch mal hin. Ein Häftling hat das Bedürfnis. Training haben mehrere. Die haben jetzt Freizeit. Das heißt, die können ja Erholung und Co. können sich jetzt auch drum kümmern. Gemeinschaftsräume sind da. Auch hier werden die Gemeinschaftsräume genutzt. Und jetzt ist schon Schlafenszeit. Könnte das eventuell sein, dass wir denen zu wenig Freizeit gönnen? Aber, ey, die arbeiten gerade mal 7 Stunden. So schlimm kann das doch nicht sein, oder? Zwei in Einzelhaft, einer in Warteschleife. Hier ist schon wieder irgendwo was gerochen worden. Ja, aber so macht es einen guten Eindruck. Ne? Ihr seht die Gefährdungsstufe hier unten Freizeit. Vier Häftlinge. Hier sind so ein paar Sachen. Okay, das ist auf der anderen Seite. Hohe Sicherheitsstufe. Schutzhaft hat ein Erholungsproblem. Achso, wir waren schon bei Schutzhaft hier. Schutzhaft hat ein Erholungsproblem.
Okay. Dann bauen wir da einfach auch noch was hin und zum Tode Verurteilte haben ein Freizeitproblem. Müssen wir denen den Hof gönnen? Die gehen doch nicht auf den Hof, oder? Weiß das einer? So, Zelle haben wir noch frei. Ja, zwei, drei Zellen scheinen noch frei zu sein. Okay. Wie sieht es mit der Bewährungsanhörung aus? Bereit für Bewährung? Dann müssen wir mal gucken. Einer in Einzelhaft. Alles klar. Psychisch Kranken, denen geht es relativ gut. Also da sind nur hier so Drogen, Alkohol, Literatur, Luxusgüter. Literatur. Das können wir doch noch eben abhelfen, oder? Gut, ist nicht vorgesehen, aber... So. Erstmal reparieren. Und dann schmeißen wir den weg. So. Und wenn der da weg ist, machen wir da einfach mal ein Bücherregal hin. Und dann sollte auch das Literaturproblem gelöst werden. Mal gucken, ob wir uns das bis zur nächsten Folge merken können. Und Nahrung ist auch vorhanden. Also es scheint soweit ganz gut zu funktionieren. Und dann machen wir in der nächsten Folge einfach hier überall zwei Fernseher, Radio und sowas hin. Und dann müssten wir das Problem eigentlich auch gelöst haben. Gibt es bei den höchste Sicherheitsstufe irgendwas? Training. Ja gut, das seid ihr selber schuld, weil Trainingsbänke sind mehr als genug da. Und wenn ihr euch jedes Mal in Einzelhaft befindet oder K.O. geschlagen werdet oder so, dann ist das eure Sache. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge von Prison Architect wieder unterhalten hat. Mir hat es heute tatsächlich auch Spaß gemacht. Also sonst auch, aber so sich mal etwas genauer angucken, diese Makroarbeit. Ist ja auch nicht unbedingt jedermanns Sache, aber da muss ich ehrlich sagen, das macht Spaß, hat viel Charme. Gut. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Lasst, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch ein Abo, damit du nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns übermorgen zu einer neuen Folge von Prison Architect oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.